nicht aufpasst, hängt das Leben einem ab. Na, auf einer Spritztour mit einer Lady? Ah, wie romantisch. Darf ich mich einklinken? Wohl nicht, was? Na gut, wie wär's stattdessen mit einem Rennen? Redest du mit mir? Mit wem denn sonst? Vergiss es. Was? Ich kann dich nicht hören! Du bist so langsam! Deine Worte kommen bei mir nicht an! Ausgezeichnete Frage, junge Dame! Die Leute nennen mich Loge! Ich selbst bezeichne mich als einen Geschwindigkeitsschaden! Du hast ja doch! Deine hübsche Stimme kommt bei mir an, Kleine! Ich habe jetzt schon richtig viel Spaß! Ja. Ja. Interessant. Was macht der Typ? Reagier nicht drauf. Scheint ihn nur anzustarren. Gar nicht, Tibor. Ich sehe Potenzial. Und Zukunft. Doch noch! Wärst du nur, statt das Fahren zu leben! Ja. Jetzt geht's halt her! Ein Motorrad ist weit mehr als nur ein Transportmittel. Es kann zu einem Teil von dir werden. Du musst es nur zulassen. Los. Die Lage ist ernst. Genug? Noch lange nicht. Als würde ich vorzeitig aus diesem Rennen aussteigen. Hoppla! Bis die Motoren zum letzten Mal aufräumen, möge der Bessere triumphieren. Wie ist das? Jesse, lenk du mal! Was? Schade! Das war's wohl! Vorerst! Nächstes Mal tragen wir es alleine aus! Alles klar? Mal sehen! Yippee-yay! Gut gemacht! Dem hast du es gezeigt! Freut euch nicht zu früh! Weg hier, bevor die Verstärkung kommt! Bravo, Rüff! Bravourös was? Gefahren! Das musst du mir nicht sagen. Willst du denn keine Belohnung? Nein. Nicht mehr ganz so das Großmaul. Von mir kannst du noch so einiges lernen. Sprachlos vor Bewunderung. Da hinten ist es schon. Das ist unser Ziel. Ab hier laufen wir. Ist nicht mehr weit und so fallen wir weniger auf. Die Brille ist viel zu eng für mich. Hübsche Augenringe. Ich schufte halt Tag und Nacht für euch. Ja, ja. Schon gut, ihr beiden. Kommt, los! Aha.
ein geschlossenes Wohnviertel. Hier kommt man nur mit einem Zaubertrick rein. Simsalabim! Firmenwohnungen. Meine Eltern arbeiten beide für Shinra. Uns ging's dank den Mako-Reaktoren eigentlich immer ganz gut. Für den seltenen Fall, dass ich meine Eltern besuchen komme. Mutter ist eine Spießbürgerin, wie sie im Buche steht. Ob sie wohl Pizza parat hat? Eine Midgar-Spezial? Jessies Mutter macht uns immer was zu essen. Egal, wie spät wir bei ihr auf der Matte stehen. Sie freut sich, wenn den Leuten ihr Essen schmeckt. Gut, los geht's. Cloud, du weißt, was du zu tun hast. Warte erst mal hinter dem Haus. Ja. Geht klar. Eigentlich echt schade, dass du nichts von der Midgar-Spezial abbekommst. Du hilfst mir doch sicher, oder? So ein Alleskönner kann schließlich alles. Du schleichst dich in mein Haus und klaust was, okay? Warte ein wenig, dann geh durch die Hintertür. Achte auf... Das Licht im Zimmer, das ist das Zeichen. Durch den Hintereingang kommst du in einen Flur. Dort gehst du durch die Tür auf der rechten Seite. Nicht durch die vor dir. Dahinter sind wir. Tut mir echt leid, dass wir so spät sind. Wir machen ordentlich Krach und versuchen, meine Mutter abzulenken. Und mein Vater... schon selbst. Oh. Du musst für mich die ID-Karte meines Vaters finden. Sie muss irgendwo in seinem Zimmer sein. Ich bringe das selbst einfach nicht übers Herz. Darum zähle ich auf dich. Dann gibt's jeden Tag Pizza, was? Fehlanzeige. Dieser knusprige Rand ist echt genial. Ist noch ein Stück da? Jesse? Wedge, dir wird noch schlecht.
aus dem Ofen. Ein Brief? Lieber Papa, liebe Mama, geht es euch gut? Es tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Aber jetzt ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen. Ich habe es geschafft. Ich habe im Gold Saucer eine Rolle bekommen. Ihr könnt mich also schon bald auf der Bühne sehen. Ich weiß, dass ihr euch große Sorgen um mich und meine berufliche Zukunft gemacht habt. Hauptrolle, Jessie. Was? Ist euch schön satt. Mein Vater war für die Instandhaltung der Reaktoren verantwortlich. Nichts für ungut. Mann, Jessie, hast du es gut? Du bist ein echter Profi in Sachen Pizza geworden, Mama. Das wäre erledigt. Du willst im Gold Saucer bleiben? Obwohl du gerade nicht selbst auf der Bühne stehst? Ohne sie würde da gar nichts laufen. Du vergeudest hinter den Kulissen dein Talent. Ich finde, du solltest nach Hause kommen. Hör mal, du könntest dich doch am Theater in Sektor 8 bewerben. Ja, irgendwann vielleicht. Okay, Mama. So langsam müssen wir wieder los. Schon? Unser Besuch war ja eigentlich gar nicht geplant. Aber Wedge wollte unbedingt eine Pizza essen. Hat sich gelohnt. Bist du denn überhaupt satt geworden? Also ein bisschen ist eigentlich noch Platz. Wedge! Pizza nährt die Seele, Leute. Mit knurrendem Magen kann ich nicht arbeiten. Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Hat's geklappt? Ja, hat es. Jetzt wird es ernst. Mit dieser Karte kommen wir in die Lagerhalle rein. Gut, gehen wir. Nein, ich gehe alleine. Ich weiß schließlich, wonach ich suchen muss und wo ich es finden kann. Aber dann waren wir ja nur zum Essen hier. Die Kalorien trainiert ihr gleich ab. Ihr beide geht Cloud nämlich zur Hand. Also, ihr wisst doch, wie wir drei vorhin meine Mutter abgelenkt haben, oder? Und die Masche wiederholt ihr jetzt einfach nochmal, ja? Also eine Finte? Du hast's erfasst, du Vorzeigesoldat. Wie? Also sollen wir diesmal mit irgendwelchen Shinra-Leuten Pizza essen? Wir sollen uns wohl eher mit ihnen prügeln. Wir lenken die Wachen ab. In der Zwischenzeit kannst du dich drinnen umsehen. Hast's erfasst, du Vorzeige-Bix. Sobald ihr mein Leuchtsignal seht, stürmt ihr drei den Platz vor der Lagerhalle. Macht ordentlich Radau. Ich brauche möglichst viel Zeit. Ha, zum Glück haben wir einen Ex-Soldaten dabei. Wie viel Zeit brauchst du denn genau? Das weiß ich erst, wenn ich da drin bin. Und deshalb achtet einfach auf mein zweites Signal. Dann treffen wir uns vor dem Komplex. Wart mal. Wie kommen wir zurück in die Slums? Mit dem ersten Zug morgen? Nein, wir müssen noch heute zurück. Aber ich habe schon einen Plan, keine Angst. Also, Hals und Beinbruch. Gut, starten wir das Ablenkungsmanöver. Du hast ja Jessies Vater gesehen, oder? Ja.
Er leidet an einer Makrovergiftung. Das ist genau passiert, als Jesse am Theater im Gold Saucer... Ach, interessiert dich sicher nicht. Doch, red bitte weiter. Jesse wollte schon immer Schauspielerin werden. Hatte ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet. Und endlich eine Hauptrolle bekommen. Ihre Eltern haben sich mindestens genauso gefreut wie sie. Aber dann, kurz vor der Uraufführung... ist ihr Vater plötzlich zusammengebrochen. Überarbeitung. Er fiel in einer entlegenen Ecke einfach um. Und lag dann mehrere Stunden bewusstlos in einer Makrolache. Als man ihn endlich fand, war es schon zu spät. Seitdem liegt er im Koma. Danach hat Jesse angefangen, sich mit Büchern über das Leben des Planeten zu befassen. Und hat sich Avalanche angeschlossen. Jesse glaubt fest daran, dass die Seele ihres Vaters über das Mako im Planeten zwischen dem Dies und dem Jenseits hin und her wandert. Darum will sie die Reaktoren zerstören. Um die Seele ihres Vaters im Mako zu schützen. Findest du das komisch? Im Gegenteil. Endlich kann ich eure Motive mal nachvollziehen. Verstehe. Im Mako fließen viele unserer Wünsche und Hoffnungen. Daher dürfen wir es nicht einfach benutzen, wie es uns passt. Verstehst du? Oh, sag Jesse bloß nicht, dass wir mit dir darüber gesprochen haben, okay? Sonst rastet sie am Ende wieder aus. Übertreibst du nicht etwas? Wenn du wüsstest, zu dir ist sie ja immer nett. Ich Glückspilz. Ach, Cloud. Ah, der Komplex, von dem Jesse gesprochen hat. Am Ende der Mission treffen wir uns alle hier. Jetzt müssen wir warten, bis Jesse uns das Zeichen gibt. Es ist so ruhig hier. Hier hinter müsste der Platz liegen. Stopp. Nicht eine Wache in Sicht. Zuvorgekommen. Das war aber nicht Jesse, oder? Wenn das mal nicht ins Auge geht. Gehen wir. Ja. Niemand zu sehen. Äußerst seltsam. Da. Da ist der Platz. Und dahinter ist die Lagerhalle. Jesse wird sich irgendwo von hinten an sie ranschleichen. Wir müssen warten. Können ja noch mal unsere Strategie durchsprechen. Ich mach das allein. Soll heißen, wir sind hier nur im Weg? Das Gerede kannst du dir sparen. Wir helfen mit. Auf eure Verantwortung. Bereite dich gut vor. Noch haben wir Zeit. Wenn du fertig bist, dann sag Bescheid. Wenn du noch was brauchst, guck mal am Automaten da drüben. Es scheint auch einen Übungsplatz zu geben. Da kannst du dich austoben, wenn du trainieren willst. Ich habe vor Aufregung richtig Magenschmerzen. Sag mal, hattest du nicht auch eine Beschwörermaterie? Könnte vielleicht ganz nützlich sein, um auf dem Vorplatz für Aufruhr zu sorgen. Ist eine Überlegung wert. Alles klar. Dann steht uns ja nichts mehr im Weg. Cloud zieht auf dem Vorplatz die Aufmerksamkeit auf sich. Und wir? Wir geben ihm Feuerschutz. Und zwar von einem Ort mit gutem Überblick. Oben auf den Mauern. Da bin ich. Was ist? Du wolltest reden? Also, im Frühling gehe ich weg von hier. Nach Midgar. Alle Jungs hier verlassen das Dorf irgendwann. Ich bin aber nicht wie alle. Ich suche mir nicht einfach nur Arbeit. Ich trete Soldat bei. Ich will Soldat werden, genau wie Sephiroth.
großer Held Sephiroth? Soldat zu werden, ist bestimmt nicht einfach. Ich werde eine Weile nicht zurück ins Dorf kommen. Bestimmt sehe ich dein Foto dann in der Zeitung. Vielleicht. Cloud, versprichst du mir was? Wenn ich mal in der Klemme stecke, kommst du mir dann zur Hilfe? Selbst wenn du berühmt bist? Was? In der Not wünscht sich doch jeder einen Helden. Jemanden, der einem zur Seite steht. Aha. Jetzt versprich es endlich. Oh, okay. Versprochen. Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem, ich weiß nicht weiter. Das war Jessys Signal! Das heißt, sie hat einen Weg reingefunden. Los. Ja,